So, hallo zusammen, wir sind Lukas und Steffen und wir erzählen euch jetzt heute was über Pluto. Das ist ein Armbanduhrprojekt, das wir in den letzten Jahren durchgeführt haben. Wir haben dem den Untertitel gegeben, A Not So Smart Smartwatch. Ihr werdet im Laufe des Talks sehen, warum die nicht so smart ist und warum es aber doch irgendwie eine Smartwatch sein könnte. Der Lukas erzählt euch jetzt, wie es dazu kam zu dem Projekt. Das Projekt hat eine recht lange Vorgeschichte, die reicht so ungefähr 8 Jahre zurück. Hat angefangen, dass es damals diese Easy 430 Chronos von TI neu gab. Damals hatte ich auch schon recht viel mit Mikrocontrollern gemacht, dachte ich, wäre es ganz nett, das auch eine Armbanduhr zu haben. Hatte die dann mal zum Geburtstag bekommen, hatte dafür eine eigene Firmware geschrieben, die so Dinge konnte wie die Uhrzeit in binären Hexadezimal anzeigen und Nokia-Klingeltöne abspielen. Es hat auch dann eine Zeit lang gut funktioniert. Nur ist dann irgendwann das Armband disintegriert und dann musste halt was Neues her. Und das Ganze lässt sich auch einfach zeitlich einordnen, indem ich im Rahmen von dem Projekt hatte ich auch einen PKG-Bild im Auer fürs MSP-Debug gebaut, das man braucht, um die Uhr zu flashen, und daher auch die 8 Jahre, weil ist eben so lange her, dass ich das Ding da eingereicht habe. Genau. Also es musste irgendwas Neues her. Das Problem ist, wenn man jetzt eine Uhr irgendwie selber bauen will, hat man immer das Problem, irgendwie Displays sind alle irgendwie zu groß, brauchen zu viel Strom oder so. Und wasserdicht wird es auch nie. Deshalb dachte man, nehmen halt eine Armbanduhr, die es schon gibt, und bauen da eigene Hardware ein. Wird ja wohl nicht allzu schwierig sein. Das Wichtigste unter einer Uhr ist das Display. Heißt, man musste erstmal irgendwie das Display Reverse Engineering und gucken, wie es anzusteuern ist und so. Das Display ist ein einfaches LCD ohne jetzt irgendeine Art von Treiber drin. Das heißt, man braucht da speziellen Controller für, um die anzusteuern. Es geht auch ohne speziellen Controller, wie man auf dem Bild hier sieht. Was ihr hier oben seht, ist einmal hier so ein Adapter, mit dem man das Display kontaktieren kann. Das Display wird über so ein Zebrastreifen, nennen sich die, kontaktiert, also einfach so Gummi, der leitfähig ist, aber wird aufs Board gepresst. Das Ganze hatte ich jetzt hier mit so einem STM32 Board verbunden und dann konnte ich damit ausklimpern, wie das Display konfiguriert ist, indem man einfach immer praktisch an einen Pin eine Wechselspannung anlegt. Und je nachdem, wie viele Segmente angehen, kann man dann erkennen, ob man jetzt einen gekommen oder einen Segment-Pin erwischt hat. So kann man herausgefunden, das Display hat jetzt praktisch 3 Backplanes und leider sind auch bei einigen Digits mehrere Digits zusammengeschaltet. Also zum Beispiel bei dem Digit, das die von einer Minute die 10er-Stelle anzeigt, das zeigt normalerweise höchstens eine 6 an und eine 7 nicht. Das heißt, da sind praktisch die Digits oben und unten, die horizontalen, sind zusammengeschaltet. Also kann man mit leben, aber eigentlich nicht so pralle. Genau, und die F91W von Casio war dann die erste Uhr, die wir uns angeschaut haben quasi, weil die ist günstig, die kostet so bei Amazon 5 bis 10 Euro. Die ist weit verbreitet, hat sogar eine eigene Wikipedia-Seite. Und dann haben wir aber gemerkt, wie der Lukas jetzt gesagt hat, das Display ist nicht so der Hammer. Also da gibt es manche Segmente, kann man quasi nicht einzeln ansteuern von diesem Display, sondern da haben die Casio-Ingenieure optimiert und haben die Pins von ihrem ASIC minimiert, um dann halt manche Segmente zusammenzuschalten, weil sie bemerkt haben, dass man die immer nur zusammen braucht. Aber wenn wir eine eigene Firmware dafür schreiben wollen, wollen wir natürlich das Display so universell wie möglich verwenden und dann ist das nicht so toll. Also haben wir weitergesucht, was gibt es eben noch von Casio. Casio macht recht günstige so Digitalarmbanduhren, deswegen haben wir uns dann mal auf Casio beschränkt. Da ist uns dann diese W800 aufgefallen, die ihr jetzt hier seht. Schon aufgemacht. Links ist das Display zu sehen. Man sieht keine Segmente, die an sind, aber man kann schon leicht erahnen, dass das Display wesentlich mehr kann als dieses F91W-Display. Das ist da irgendwie zweizeilig und hat da oben noch was und so. Dann haben wir also diese Uhr auch gekauft und aufgemacht und mit der gleichen Methode, wie Lukas für die F91W beschrieben hat, analysiert. Problem hat sich dabei dann herausgestellt, dass dieses Display nicht wie das Display von der F91W 3 Backplanes hat, sondern 5. Das heißt, es braucht einen Mikrocontroller, der einen 5 MUX LCD-Controller integriert hat. Da haben wir dann am Markt bemerkt, dass das
dass das ein Problem ist. Also da gibt es nicht sonderlich viele. Einer war dann so ein MSP430, den wir auch später eingesetzt haben. Bei dem hat sich allerdings dann als Problem herausgestellt, dass der nur eine Versorgungsspannung von 3 Volt kann. Und dieses spezielle Display, ich weiß nicht, was Casio da gemacht hat, weil die Armbanduhr läuft genauso von der Knopfzelle mit 3 Volt, aber dieses Display braucht irgendwie eine höhere Spannung, 5 Volt, um einen ordentlichen Kontrast zu haben. Also war dieser MSP430 da recht ungeeignet. Dann gab es noch von Renesas einen Controller, den haben wir dann auch evaluiert mit einem Board. Der hatte eine Charge Pump drin und konnte dann nicht nur 3 Volt Displayspannung, sondern auch 5 Volt, was passend gewesen wäre. Allerdings hatte der keinen 5 Mux Controller, sondern nur einen, der 8 Mux konnte. Und man kann sich jetzt überlegen, wenn man mit einem 8 Mux Controller einen 5 Mux LCD verwendet, gehen einem 3 Mux States verloren. Das heißt, eine gewisse Zeit von jeder Refresh-Periode ist quasi das Display komplett aus, was auch wieder einem miesen Kontrast resultiert, wie man den jetzt hier links in dem Overlay sieht. Gut, haben wir uns überlegt, die W800 war blöd. Vielleicht gibt es ja noch eine andere. Da kam dann diese DB36, die auch ein recht ordentliches Display hat, wie man jetzt hier rechts sieht. Hat oben sogar noch irgendwie so ein Matrix-Display, das wäre ganz schön gewesen, aber die hat genau die gleichen Probleme. Also da war irgendwie Casio besonders kreativ. Ich meine, die haben auch einen ASIC da drin, die können machen, was sie wollen eigentlich mit ihren Displays, nicht wie wir, die einen Mikrocontroller einsetzen müssen und damit halt auf das vorhandene am Markt zurückgreifen müssen. Also die beiden Uhren fielen raus. Ja, es war dann erstmal ein bisschen schade, aber wir hatten ja noch die F91W für halbwegs brauchbar empfunden, weil da konnte man das Display einsteuern, also haben wir uns jetzt dann auf die geeinigt und haben damit weitergemacht. Wie anfangs gesagt, wir wollten dann eine eigene Elektronik einbauen, das heißt, wir müssen praktisch ein Board bauen, das da reinpasst. Auf dem Board ist dann drauf ein Mikrocontroller, jetzt hier von TI und MSC430. Mit denen hatte ich auch schon aus der Uhr davon TI-Erfahrungen gesammelt und die sind auch ziemlich gut im Stromsparen. Was ja für so eine Armbanduhr wichtig ist, weil die soll jetzt ja so ungefähr ein Jahr oder länger auf so einer winzigen Knopfzelle laufen. Dann ist da angeschlossen halt das LCD direkt, weil der hat einen eingebauten Controller dafür. Dann die 3 Tasten von der Armbanduhr. Dann haben wir noch einen Kompass reingemacht, weil Platz war und so ein sinnvoller erschien als ein Beschleunigungssensor. Weil so ein Beschleunigungssensor müsste immer an sein irgendwie, dass man sowas machen kann, wie Schritte zählen oder irgendwie draufklopfen zum Aufwecken. Dann wäre die Batterie im Null leer gewesen. Noch den 38 kHz Infrarotempfänger, um irgendwie theoretisch in die Uhr Daten von außen reinzukriegen, außer durch die Knöpfe. Aber dazu ist die Software noch nicht so wirklich weit gediehen. Und als Ausgabe gibt es halt LED zur Hintergrundbeleuchtung. Die ist zwar recht dunkel, auch in unserer, und leuchtet es recht ungleichmäßig aus, weil die einfach nur von der Seite reinleuchtet. Und dann noch einen Piezo-Piepser, der wird mit einem Transistor und einer Spule angesteuert, dass er lauter wird. Genau. Wie gesagt, wir müssen die Platine jetzt irgendwie so nachbauen, dass er dann ins Gehäuse reinpasst. Das heißt, die muss halt genau dieselbe Form haben. Das Praktische war, wenn man die von der Platine noch so eine Feder abgelötet hat, dann war die hinten komplett plan. Also man konnte die einfach auf den Scanner legen, konnte einscannen. Vorteil gegenüber Foto machen ist, man hat keine irgendwie komischen Verzerrungen von Linse, Objektiv und was auch immer. Also das Ding auch auf den Scanner gelegt, auf höchste Auflösung eingescannt. Mit der Schieblehre nachgemessen und dann das Bild in Inkscape richtig hingezogen, dass es von der Größe genau gepasst hat. Erstmal hat man schon mal praktisch die ganze Kontur, hat man dann schon mal ordentlich in digitaler Form gehabt. Jetzt braucht man auch die ganzen Pads auf der Vorderseite. Sieht dann hier so aus. Sieht man noch, was alles drauf ist. In der Mitte der große Plastikklecks, da ist der Controller von Casio drunter. Einfach direkt aufs Board gebunden, weil billig und so. Und dann da rechts die LED für die Hintergrundbeleuchtung. Da unten der 32 kHz Uhrenquarz als Zackquelle für die Uhr. Und das da unten ist noch die Spule, dass die Piezo-Piepser lauter wird. Genau, dann konnte ich praktisch das linke Bild hier als Referenz nehmen und damit das rechte Bild geeignet entzerren.
Und das Ganze sieht dann so jetzt übereinander gelegt so aus. Und auch praktisch mit Inkscape einfach die ganzen Pads nachgemalt. Dann mit Inkscape das Ganze als DXF exportiert. Das dann in KiCad importiert. Und dann haben wir in KiCad hier das Board. Genau. Und bei diesem Board erkläre ich ganz kurz die paar wichtigsten Sachen. Also hier oben, dieser Streifen hier oben ist quasi die Kontaktfläche fürs Display. Da kommt dann dieser Zebrastreifen drauf, den Lukas vorhin erwähnt hat. Also so ein recht flexibles Plastikstück, das quasi vertikale Kontakte drin hat. Und die kontaktieren dann einfach hier drauf. Man wird später auf der PCB noch sehen, das sind einfach Goldkontakte und das Display wird dann da drauf gepresst. Hier in der Mitte, den größten Platz, nimmt der MSP430, der verwendet den Mikrocontroller ein. Den haben wir hier im QFN64 Package verbaut mit 0,5 mm Pitch. Hier rechts am Rand sieht man das Magnetometer im DFN10 Package. Das ist ein bisschen anstrengend zu löten, muss man sagen. Hat 0,4 Pitch und so ein DFN heißt, es hat quasi keine Pins nach außen, sondern die Pads sind so unter dem Plastikgehäuse. Und da muss man ein bisschen Lötzinn reinfließen lassen. Dann hier außen noch irgendwie so ein bisschen Kondensatoren. Da unten ist dann der 32 Kilohertz Uhrenquarz. Hier links der Infrarotempfänger, 38 Kilohertz. Und genau, das war es eigentlich soweit zum Board. Aber, wobei man könnte noch sagen, interessant hierbei sind vielleicht diese Vias hier außen, da wundert man sich vielleicht, warum gehen die da übers Board raus. So ist halt wie bei der Uhr die Tasten funktionieren. Also dieses Board ist in einem Metallkäfig drin und der Metallkäfig liegt auf einem Potential und diese Tasten sind quasi Federn von diesem Blech, die man dann durch den Tastendruck von außen auf die Kante von dem Board drauf drückt. Und jetzt, das heißt, man muss irgendwie eine Kontaktbeschichtung an der Seite von dem Board haben. Und das haben wir so gelöst, indem wir Vias oder Durchkontaktierung an die Boardgrenze gemacht haben. Die sind dann ja innen goldbeschichtet und haben dadurch Kontakt. Und dann haben wir den PCB-Fertiger einfach da durchfräsen lassen. Und dadurch gibt es dann eine Kontaktfläche an der Seite vom Board. Das mögen die Fertiger unter anderem nicht so gern, weil sie dann halt mit ihren Frästools durch das Metall durchfräsen müssen. Das hat auch einen kleinen Aufpreis bei diesem Board gekostet, aber der war irgendwie 10 Dollar oder so, also vernachlässigbar. Genau. Ja, nochmal kurz dazu was, wenn ihr da ein bisschen sparen wollt und es nachbauen wollt, könnt ihr einfach die Outline praktisch um diese Vias hier drum rumgehen lassen. Und dann einfach dieselbe abknipsen, da könnt ihr mal auf GitHub nachgucken, das hat schon jemand gemacht und bei dem hat es funktioniert. Genau, so sah das Board dann aus, als es da war. War dann doch irgendwie kleiner als erwartet, als es dann mal da war. Das ist jetzt die Uhr hier, das Board ist ungefähr ein bisschen kleiner als die Uhr. Man hat es ja vorher immer am PC gehabt, konnte da beliebig weit ranzoomen. Genau. Das Ganze hatten wir noch mit Goldbeschichtung gemacht, weil die Originalplatine von Casio war auch mit Goldbeschichtung und dachten, wenn das irgendwie nicht notwendig gewesen wäre, hätte das Casio auch bestimmt weggelassen, weil die wollen ja auch irgendwie Kosten sparen. Genau, dann ein nächster Schritt, Bordteile drauflöten. Ist mein Board schon ein bisschen Löterfahrung dafür, weil, wie gesagt, das hier ist ein Pitch von 0,5 mm, da oben 0,4 mm Pitch. Die Bauteile hier sind alle Formfaktor 0,4, 0,2, also alles recht winzig, aber mit viel Flussmittel und Mikroskop, also alles gut machbar. Und da unten der Uhrenquarz, ist es noch ein bisschen Klebeband eingewickelt, dass der nicht irgendwie versehentlich da oben den Kondensator kurz schließt. So, und jetzt der spannende Moment. Passt das Ganze auch in die Uhr rein, weil die Uhr hat ja noch so einen Plastikrahmen und durch gutes Planen und ein bisschen Glück, schätze ich mal, hat dann alles auf Anhieb gepasst. Also da oben die ganzen Kondensatoren von dem Kompass-Sensor, dann noch die Widerstände da am anderen Eck und der Infrarotsensor haben dann wirklich auch auf Anhieb gepasst.
Nur um das Ganze davor zu verifizieren, hatte ich auch mehrfach das Layout aus KiCad exportiert und dann wieder in Inkscape importiert, habe geguckt, ob die Bordteile nicht auch da liegen und der Plastikrahmen ist. Aber und hat dann alles, war wirklich auf einen gepasst, war dann schon sehr, sehr schön. Genau, dann das Ganze noch einen Schritt weiter zusammengebaut mit Display drin, sieht dann so aus. Jetzt hier sieht man hier schon einen Bildschirm von unserer eigenen Firmware. Jetzt haben wir hier noch so ein paar Löcher drin. Die Löcher da oben, die sind dafür da, dass man mit so kleinen Federkontaktstiften den Controller da dann programmieren kann. Wenn ihr das mal sehen wollt, wie es aussieht, könnt ihr dann einfach nach dem Vortrag zu uns kommen. Ja, habt ihr so ein bisschen was dabei. Und da unten hängt so ein Stück Draht raus. Das war so für die erste Firmenentwicklung, konnte man da einfach noch 3 Volt einspeisen, dass man auch alles praktisch ohne Batterie machen konnte und nicht bei der ersten Firmenentwicklung die Batterie schon irgendwie halt leer gemacht hat. Und noch zu guter Letzt, das Ganze noch im Gehäuse drin, sieht jetzt halt aus wie so eine normale Casio-Armbanduhr eben. Ja, bis auf das, dass das Display jetzt gerade die Zeit in binär darstellt. So, dann kurz einen Überblick zu der Firmware. Also ganz oben sind natürlich die Apps, wie wir sie genannt haben. Das ist quasi das, was der User sieht. Deswegen vielleicht auch die Anspielung auf eine Smartwatch. Das sind natürlich keine Apps jetzt im herkömmlichen Sinne, sondern die sind alle in C geschrieben und vernünftige Software natürlich. Da gibt es halt ein paar Apps, zum Beispiel jetzt links dieses Symbol soll jetzt irgendwie eine Uhren-App darstellen oder dann hier gibt es einen Wecker zum Beispiel mit einer bestimmten Anzahl von Alarmen oder es gibt Countdown-Timer. Die Uhr kann auch One-Time-Passwörter generieren, also da kann man dann seine Secrets speichern und kann dann die OTPs aus der Uhr ablesen. Ist auch sehr praktisch, wenn man jetzt kein Smartphone oder so dabei hat. Und irgendwie, es gibt viel zu viele Settings, also man kann irgendwie fast alles, was die Uhr so macht, einstellen. Irgendwie die Frequenz von den Tastentönen, die Dauer der Tastentöne und alles Mögliche. Dann wollten wir für die Entwicklung eben möglichst flexibel sein. Und zwar sollte die Software nicht nur auf der Hardware selbst laufen, weil da ist immer, wer Hardwareentwicklung macht oder halt auch Embedded-Entwicklung, der weiß, Debuggen auf der Hardware ist immer schwer, macht immer Umstände, man muss da immer irgendeinen Debug-Adapter dran haben und dann da irgendwie auf dem Mikroprozessor durch den Code steppen und so, das ist nervig. Also haben wir uns überlegt, es wäre eigentlich ganz praktisch, wenn wir die ganze Software oder die ganze Firmware, die auf der Uhr laufen wird, später auch am PC emulieren können. Und um das zu erreichen, besteht das Software-Modell dann hier noch aus so einem Service-Layer in der Mitte. Das heißt, das Service-Layer abstrahiert quasi alle hardware-spezifischen Funktionen von den Apps oben. Das heißt, die Apps reden quasi immer nur mit dem Service-Layer, also die Uhren-App sagt dann zum Beispiel dem Service-Layer oder callt da eine Funktion, stelle auf dem Display folgenden String dar und der Service-Layer redet dann direkt mit der Hardware. Und die Hardware kann dann entweder eben das Hardware-Extraction-Layer sein, in Form von vom Target, also dem Mikrocontroller bzw. der Uhrenschaltung selbst, oder einem Emulator, der dann auf dem PC läuft. Und so kann man ganz bequem, auch ohne dass man Hardware jetzt vor sich hat, die Firmware der Uhr entwickeln. Wobei jetzt der Begriff Emulator an der Stelle hier ist halt so gewählt, weil es irgendwie griffig ist, aber eigentlich wird gar nichts emuliert. Eigentlich ist einfach die Firmware, wie sie in C ist, einfach nochmal für auf Linux kompiliert, statt halt irgendwie die HALF-Funktion, die auf dem Controller irgendwie im Register rumstochern, redet das dann per ZeroMQ mit einer Python-GUI. Das Ganze sieht dann so aus. Jetzt hier auch wieder die Zeit in binär dargestellt. Ich will jetzt nicht allzu weiter darauf eingehen, weil das kann ich euch gleich auch noch in echt zeigen. Genau, und dann machen wir das doch mal. Genau, das hier ist jetzt dieser Emulator hier. Das ist jetzt die Also man kann vielleicht noch dazu sagen, das Display ist genauso, wie man es auf der Uhr auch später sieht, also mit allen Segmenten, die verwendbar sind und hat dann hier außen dran, sieht man die Knöpfe, da links oben gibt's seht ihr den Light-Knopf, links unten den Mode-Knopf und rechts unten heißt er jetzt Alarm und dann gibt es immer noch diesen kleinen Button jeweils dran, der ohne Beschriftung ist, der dann
einen langen Tastendruck macht, weil die Uhr kann quasi für jede der drei Tasten, die sie hat, als Event kurzen oder langen Tastendruck, was für die Bedienung ziemlich wichtig ist, weil nur drei Tasten sind für so ein recht komplexes Menü, was die Uhr hat, zu wenig. Deswegen braucht man insgesamt quasi 6 Tastenfunktionen mit den langen Drücken immer noch. Ja, genau. Und wir dachten, wenn die Uhr schon irgendwie so komplex ist, dann machen wir auch keinen Hehl draus und machen einfach alles mit der Menüsteuerung. Ist dafür zusammen eine Uhr ungewöhnlich in dieser Größenordnung, aber so haben wir es jetzt halt. Jetzt haben wir jetzt so hier den Launcher, kann man aus verschiedenen Apps auswählen, jetzt hier irgendwie Zeit anzeigen, dann Alarme, davon gibt es jetzt irgendwie so 20 Stück oder so, halt so viele wie da im Speicher Platz haben. Dann gibt es eine Stoppuhr, die ist jetzt nicht so weit entwickelt, weil brauche ich irgendwie nie so oft. Dann kann man hier noch die Melodien abspielen, aber jetzt ist gerade irgendwie der Ton kaputt gegangen. Ah ne, doch. Ich muss eins hoch. Ah, stimmt, das hast du ja geändert. jetzt kann man hier auch verschiedene Melodien auswählen, die sind alle einkompiliert. Man kann sich jetzt hier aus seinen verschiedenen Melodien, die kann man dann für Alarme und Countdown-Timer benutzen. Dann haben wir noch so einen Kompass, der kann dann einem auch anzeigen, welche Richtung man guckt, aber leider halt nur, wenn die Uhr genau horizontal ist, weil der keinen Beschleunigungssensor eingebaut hat. Dann haben wir noch, kann nur sowas wie Geschwindigkeiten messen, kann man einfach Strecke eingeben und eine Zeit stoppen, sonst praktisch, wenn man im Zug sitzt und wissen will, wie schnell man fährt. Dann eben das Einstellungsmenü mit sehr vielen Einstellungen drin. OTP-Generierung, Zeitanzeige, nochmal Zeitanzeige. Ja, da kann man jetzt auch noch hier im Menü mal noch umstellen, das Format hier dezimal oder hexadezimal oder binär. Das hast du auch irgendwie anders gemacht, Steffen, oder? Ah, so. Ja, genau. Jetzt sieht man hier die Uhrzeit in binär, da oben sind die Minuten, also hier 1, oben sind Stunden, da 1, 2, 4, 8, also 11 Uhr und da unten die Minuten. Und die horizontalen Striche da sind eine Dekoration, dass man weiß, wo die anderen Striche sein könnten. Sieht man hier, also 48 plus 5, also 53 ist jetzt, stimmt auch tatsächlich. Oh Wunder. Schaut mal wieder oben auf die Präsi. Achso, auf die Präsi, ja. Okay. So. Muss das letzte Slide? Ja. Da. So. Dann noch ein paar so allgemeine Gedanken zum Abschluss dazu. Also viele haben gefragt, warum die Uhr keinen Funk hat, weil das ja für so eine Armbanduhr noch deutlich den Nutzenfaktor erhöhen könnte. Haben ja heutzutage jede Smartwatch hat ja irgendwie Funk. Aber da ist eben das Problem, wir haben in dieser F91W echt verdammt wenig Platz. Also wie man vorhin an dem Plastikrahmen gesehen hat, die Bauteile, die jetzt drauf sind, passen da perfekt rein, aber auch nicht mehr. Also da ist quasi kein Platz mehr. Es gibt zwar Mikrocontroller, die schon Funk integriert haben, wo man dann nur noch mehr oder weniger eine Antenne und ein bisschen Hühnerfutter anschließen muss, aber nicht mal das passt da mehr rein. Genauso sieht es aus, wenn man jetzt irgendwie einen Beschleunigungssensor zum Beispiel haben will. Da ist eben das Riesenproblem, dass die ziemlich viel Strom brauchen. Und ein Beschleunigungssensor ist ja auch nur dann wirklich praktisch, wenn man jetzt so Features machen kann, wie dass die Uhr irgendwie aufwacht, wenn man drauf tappt oder so. Und dafür müsste der Beschleunigungssensor regelmäßig an sein, was eben für diese Knopfzelle viel zu viel Stromverbrauch ist. Die hat irgendwie, 30 mAh oder so. Das heißt, die Firmware ist optimiert darauf, dass die ziemlich stromsparend ist. Also ich glaube, so 2 Jahre oder so haben wir jetzt so geplante Lebensdauer mit einer Knopfzelle, aber halt auch nur, weil wir auf so Features wie Beschleunigungssensor verzichtet haben. Dann noch allgemein, wenn es jemand nachbauen will, also wie ihr vielleicht gesehen habt an dem Boardlayout, es wird auf jeden Fall Löterfahrung benötigt, gerade so das Magnetometer oder so ist klein, also man sollte schon wissen, an welcher Seite der Lötkolben heiß ist und wie man irgendwie Flussmittel benutzt. Ein Programmieradapter ist notwendig, klar, man muss die Uhr oder den Mikrocontroller natürlich mit seiner Firmware beglücken. Und dafür braucht man irgendwie halt so einen MSP430 kompatiblen Programmieradapter.
Wir haben leider keine PCBs mehr. Wir haben da ein Batch fertigen lassen, für uns mehr oder weniger. Und wir haben keine mehr. Wir wollten noch welche machen, aber wollten dann noch irgendwie Verbesserungen einbauen. Das hat dann zeitlich nicht mehr gereicht. Wir haben auch keine bestückten PCBs. Das gab es auch noch nie. Da ist vielleicht auch der Aufruf an euch. Also wenn die Designs-Files und die Firmware sind alle auf GitHub, den Link findet ihr da unten. Hoppla, habe ich den falschen Link reingepastet. Ja. Denkt euch hinten Pluto anstatt Horizon. Und die Design-Files findet ihr alle dort. Wenn jemand das Board herstellen lassen will oder fertigen lassen will, würden wir uns freuen. Es kann sich auch jemand um irgendwie Assembly kümmern. Also das ist, denke ich, durchaus machbar, dass man das irgendwo machen lassen kann, weil gerade für Leute, die nicht jetzt so gut löten können, ist das schon eine Herausforderung. Also nur zu. Wir freuen uns, wenn das jemand macht. Es gibt auch schon Leute, die Uhr nachgebaut haben tatsächlich. Genau. Das wäre es von uns soweit. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, dann gerne. Ja? Mikro. Ja, Mikro. Für den Stream. Alles für den Stream. Oh. Ich gehe davon aus, dass das ein... So. Oh, ist immer noch zu laut. Okay. Ich gehe davon aus, dass das natürlich ein reiner Zufall ist, dass ihr als Grundlage ausgerechnet die Uhr ausgewählt habt, wegen der Leute schon in Guantanamo gelandet sind, um gerade daran rumzuhacken, richtig? Das war unbeabsichtigt. Also tatsächlich war die Uhr wirklich, weil die extrem günstig ist und ziemlich klein. Also es gibt quasi von Casio keine Uhr, die so einen kleinen und kompakten Formfaktor hat wie diese F91W. Und das war uns beiden halt wichtig, weil wir die Uhr ziemlich viel tragen und ziemlich oft war uns einfach wichtig, dass die nicht am Handgelenk stört oder auffällt. Und da fiel dann halt die Wahl auf die. Ist klein, günstig, war praktisch dafür. Aber ja, es könnte schon zu Problemen kommen, wenn man dann mit so einer Uhr rumläuft, die Zeit in binär anzeigt und das Display irgendwie halb kaputt aussieht. Ja, sollte man vielleicht aufpassen. Gut. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann kann ich noch den Talk von Lukas empfehlen, wo ihr jetzt hier unten auch den GitHub-Link schon seht, den ich fälschlicherweise da verwendet habe. Lukas wird euch morgen noch was über sein ECAD-Programm vorstellen mit dem Namen Horizon. Ja. Morgen 19 Uhr, Saal, weiß ich gerade selber nicht mehr. Vielen Dank.